Ist halt so, wie es ist, ne? Okay. Es wäre aber auch die Option gewesen, dass wir ihn nicht finden. Aber gut. Also, ich gehe davon aus, dass wir die Option gehabt hätten. Hätte, hätte, Fahrradkette. 5. November, immer noch 2038. 21:14 Uhr. Lass den Mann doch schlafen. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Um 21 Uhr noch was? Okay, serviere das Essen. Spaghetti Bolognese. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Gut, schalte das Licht an. Bitteschön. Bediene Alice und Todd. Serviette. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Ich will... Ah. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Du bleibst da. Okay. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Bewege dich nicht. Okay. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte Familie. Aber nein! Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Nee, ich bewege. Oh, die kleine Mistkarte! Es ist alles ihre Schuld! Ich werde ihr Respekt beibringen. Warum ist sie dann nicht bei ihrer Mutter? Achso, Ups. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Aber wir brechen aus. Denn das geht so nicht.
abseits der Programmierung. Beschütze Alice. Eine gute Idee. Überzeuge Todd? Nein. Beschütze Alice. Gebe zu ihr seiner Tochter. So. Und du? Oh nein, er kommt! Er wird mir wehtun! Lauf! Lauf weg! Oder er macht dich kaputt wie letztes Mal! Mit Alice wegrennen. Du kommst mit mir. Aber geh doch über das Fenster. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Was zur Hölle machst du hier? Du hattest einen Befehl. Nein, sie dürfen mir nichts tun. Ich darf ihr nichts tun. Sie gehört mir. Ich kann machen, was ich will. Nein, Dad! Nein! Steh auf! Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was zur Hölle soll das? Los, verbiss dich und zwar sofort. Verstanden? Nein. Lassen Sie Alice sofort in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein. Du bist ein verdammter Klumpen Plastik. Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. So, ausweichen, Kacke. Schlecht, ganz schlecht. Vorsicht, Kara! Oh Gott! Muss ich auch noch Sport machen? So, abgewehrt. Ja, das ist auch ausgewichen, sehr gut. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich häng doch hier am Kabel, Mensch! Das geht doch nicht! Ja, okay. Falsche Taste. Lass sie in Ruhe! Du gehörst mir! Du tust, was ich sage! Nein, mach ich nicht! Oh Gott! Rennen! Rennen! Geht das nicht schneller? Tür öffnen. Komm schon, aufbrechen! Viel Zeit habe ich nicht. Oh Gott! Oh Gott! Solche schwierigen Manöver hier! Oh Gott! Lauf! Lauf! Ihr müsst mir gehorchen! Nein, muss ich nicht. Ihr gehört mir. Alles wird gut. Alles wird gut, hoffe ich. Boah, das war jetzt actionlastig, du meine Güte. Alter, was ist das für ein Baum? Das ist ja... Alice nach Todd erreichen. Ja, habe ich.
Ja. Und auch gleichzeitig Alice Fortot erreicht. Ich hätte auch die Option gehabt, einfach abzuwarten tatsächlich. Okay. Dann gut, dass ich dann dennoch irgendwie versucht habe, mich zu bewegen. Es war nämlich einfach nur so ein Test, weißt du? Und dann ist alles sehr schnell eskaliert. Gut. November, immer noch. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Das ist wohl wahr. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Gut, dann gehen wir halt einen trinken. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Anrufen. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Eine gute Idee. Gut. Ich kann mir denken, wer da ist. Ja. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass sie nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Gut, ich habe einen Befehl. Ich muss den ausführen. Befehl. Leo, mach das hier nicht kompliziert. Hör auf deinen Vater. Du musst gehen. Sofort. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was machst du so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Na los, zeig, was du kannst. Marcus, du darfst dich nicht wehren. Verstanden? Ich darf mich nicht wehren. Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Ich muss für mich selbst entscheiden. Aber man hat mir gesagt, ich darf mich nicht wehren. Es ist mein Befehl. Und er ist ein guter... Nein. Ich darf mich nicht wehren. Habe ich die Option... das Ganze abzuwarten? Fragezeichen. Kann ich hier stundenlang stehen? Oder muss ich mich wehren? Ich warte noch ein bisschen. Ist ein... ja, wie nennt man das? Ein Meister für Androiden? Keine Ahnung. Ein Besitzer, der mich vernünftig behandelt. Muss eigentlich seinem Befehl folgen lassen, aber ich glaube, ich habe nicht die Option. Verteidige dich nicht. Habe ich hier die Option, nichts zu tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nein. Zumindest nicht so richtig. Dann müssen wir uns halt verteidigen. Oh, stimmt ja, ganz
vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Leo! Lass ihn in Ruhe! Pass auf! Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts! Carl, nein! Nein, Carl, nein! Menschen sind schwache Maschinen. Carl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein. Nein. Dad! Nein. Bitte. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android, es war der Android.